Leute, willkommen zurück zu Spielzeuggeschichte. Wir sind im Endkampf. Wir haben noch ein paar Münzen zusammenkratzen können. Zwei habe ich aus dem Level mit den Fließbändern. Eins habe ich. Die anderen zwei habe ich, glaube ich, von Stellen, wo man dem Schwein Geld geben sollte. Also nichts Spannendes. Schnappt ihn, Jungs! Schnappt ihn, Jungs! Okay, welcher von euch ist der Verwundbare? Gibt es einen Verwundbaren? Ah, nur mit dem Drehending. Oh Gott, das ist ein cooler Endkampf bisher. Liebe, wie sich das Flugzeug dreht. Okay, wir haben ein Leben verloren, aber wir sollten für diesen Kampf wirklich genug Leben haben. Lass uns in Ruhe. Wahrscheinlich ist die einfachste Methode, einfach immer wegzulaufen, den Angriff aufzuladen und dann anzugreifen. Dachte ich zumindest. War doch nicht so. Okay, apropos Methode, gerade haben wir gar keine. Oh mein Gott, der Sprungangriff gerade, funktionierte der? Macht der Schaden? Wenn man drauf landet? Ja, macht er. Ich zerröte deine Spiels. Okay, man kriegt aber Schaden, wenn man dann auf ihm landet. So, der zweite Bösewicht ist besiegt. Es bleibt nur noch dieser komische Typ. Eigentlich sollte der uns gar nicht treffen müssen. Kommt jetzt noch eine weitere Phase? Ich würde es vermuten. Wenn nicht, dann war das... Na. War leider kein cooler Endkampf. Aber ansonsten ein sehr, sehr cooles Spiel bis hierhin. Ich glaube, wir haben jetzt wahrscheinlich eine Szene freigeschaltet. Nee, wir können speichern. Aber vermutlich haben wir die Schlussszene des Films freigeschaltet. Ja. Hör zu, Stinke-Pete. Es wird langsam Zeit, dass du lernst, was es heißt, richtig zu spielen. Schafft ihn darüber, Jungs! Nein! 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 Das war eine kurze Szene. Die wollen natürlich, dass man den Film trotzdem gucken möchte. Ah! Oh, Bulli, doch. Wie schön, dass wir wieder zu einer Familie gehören! Hm? Oh, Ma'am, ich, wollte nur sagen, Sie sind eine tapfere junge Frau mit wunderschön behaarten Farben, wunderschön gefärbten Haaren. Ich muss gehen. Bist du nicht der süßeste Weltraum-Cowboy, den ich je getroffen habe? Was heißt das? Wuff, wuff. Unser junger Freund meint, er müsste schnell mal raus ein kleines Geschäft erledigen. Der Hund braucht Hilfe. Jodlein! Leute, das war mein Let's Play zu Toy Story 2. Ein Spiel, das mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Die einzige kleine Ausnahme ist halt dann am Ende die Phase, wo man die restlichen Münzen sammeln musste. Außerdem hasse ich, wie gesagt, Aufzug-Level. Das Level mit den Fließbändern fand ich auch nicht so schön. Mit dem Flughafen konnte ich mich dann letzten Endes doch anfreunden. Auch wenn ich da nichts weiteres gefunden habe. Kleinen Irrgarten habe ich dort gemacht, aber ansonsten nichts weiteres gefunden. Und ich muss sagen, das hier ist ein sehr, 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 sehr großartiges Spiel. Hat mir sehr viel Spaß gemacht in 90% der Leveln. Und das ist was. Der Soundtrack war durchweg grandios. Wobei ich glaube, der Soundtrack hatte mir auch im Aufzug-Level nicht gefallen. Aber vielleicht liegt das an meiner Gesamtstimmung gegen das Aufzug-Level. Und ansonsten, ja, ich freue mich auf weitere Let's Plays mit euch. Das war Toy Story 2. Schön, das Ende hiervon mal gesehen zu haben. Die Filme sind natürlich ebenfalls großartig. Weitere Toy Story zu spielen habe ich nicht vor, weil mit dem ersten konnte ich mich nie anfreunden und ich glaube, einen dritten gibt es gar nicht. Glaube ich zumindest. Das hier wäre, um ehrlich zu sein, echt ein Spiel, wo ich mich über ein Remaster freuen würde, aber
Aufgrund von Lizenzrechten und so weiter ist damit eher nicht zu rechnen. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Das war jetzt echt nur ein 5-Minuten-Video. Na, die Credits kommen ja noch. Der letzte macht das Licht aus. Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter.